Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Und mit diesem neuen Intro starten wir direkt in die neue Folge Five Nights at Freddy's. Ja, ihr habt gesehen, ich habe ein neues Intro. Ich habe jetzt für alle meine Serien, die ich zuletzt auf dem Kanal laufen habe, und für kommende ein Intro erstellt, wo das quasi individuell angepasst wird. Und für alle, die fragen, ich habe das mit Adobe After Effects gemacht. Und ja, wir spielen heute Five Nights at Freddy's wieder einmal. Es kam jetzt lange nicht, denn das Spiel ist bei mir kaputt gegangen. Ich habe es jetzt so installiert und wir sind wieder bei Nacht 2, weil Nacht 1 habe ich gemacht. Und weil das wollte ich euch jetzt nicht nochmal antun, das war ziemlich langweilig. Und dann starten wir einfach mit Nacht 2. Ich hoffe, wir überleben diese Nacht beim ersten Versuch, denn ich möchte die nicht zweimal machen. Und nach einem 4 Stunden langen Ladebildschirm... Gut, wir haben Zeit, was gibt's anzusagen, und zwar kommt bald ein neues Format hier auf diesem Kanal und wir sind schon drin. Und zwar werde ich mit Reload... Mach's weg. So, gucken gleich mal alles safe. Und zwar werde ich mit den Vlogs anfangen. Ich habe mir jetzt die Canon Legria Mini X gekauft. Mit Carl. Und werde ich auf jeden Fall die Gamescom prima. Top. Werde ich die Gamescom filmen, weil da werde ich anwesend sein auf jeden Fall. Vielleicht auch jemand von euch da. Und was ich gleich am Anfang testen möchte, es hat nämlich jemand in die Kommentare geschrieben, wenn man Freddy auf die Nase drückt, kommt ein... Das ist nämlich zum Motivieren. Gibt's da noch irgendwelche Secrets? Nee. Gut. Und wie gesagt, da werde ich viel auf jeden Fall filmen, auch ich werde nach zu einem Workshop fahren in Chemnitz. Zum Thema Videoschnitt. Das ist so ein Linux-Workshop-Teil. Ich weiß noch nicht, was da auf mich zukommt. Ich lasse mich doch gerne überraschen. Hoffe, dass ich dort auch filmen darf. Muss mich generell erstmal an die ganze Sache gewöhnen. Ich stelle es mir nämlich ziemlich verrückt vor, wenn du so durch Rewe latscht mit der Kamera in der Hand und einfach so loslaberst, aber... Schisch. Okay, er ist dort. Und ja, viele haben sich Five Nights at Freddy's wieder gewünscht. Und ich habe auch mega Bock auf das Spiel. Oh cool, mein Mauszeiger lädt gerade. Cool. Oh nein. Ich sehe hier immer nie das Mark. Was macht denn mein PC gerade? Der lädt immer irgendwas und dann kringelt sich die Maus so hinweg, ey. Okay, der macht auf den Zucker, okay. Steht da jetzt jemand oder nicht? Ich weiß es immer nicht. Der schwenkt so elendig langsam rum, ey. Ihr Kinder, ich krieg ja schon wieder einen Rappel, ey, Junge. Jetzt ist der auch noch weg. Warum gebe ich mir das, ey? Warum? Okay, da ist jetzt jemand. Das weiß ich 100%. Komm, 2 AM. Kriegen wir locker hin. 2 AM. Kriegen wir locker hin, sagt er. Ach, ey. Ihr merkt sicher, ich bin gerade richtig angespannt, weil ich habe keinen Bock auf ein Buu.
Und das ist erst Nacht 2, Alter. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie Nacht 5 sein muss, Alter. Ich hätte man ist dann permanent am Rotieren, irgendwas drücken, leuchten, Buh sagen, tierisch aufs Maul bekommen und wieder von vorne anfangen. Ich glaube, so stelle ich mir die Nacht 5 vor. Weil Nacht 3 ja schon scheiße ist. Auf gut Deutsch gesagt. Und manchmal frage ich mich echt, ob, was weiß ich, meine Lehrer oder so hier irgendwann das mal sehen werden. Shit. Mann, Alter, das klingt, als wenn der in meinem Ohr hier Gehörgang rumkraucht, ey. Boah, Junge, guck mich nicht so an, ey. Der sagt garantiert um 4 Uhr Buh. Spätestens. Alter, ich kriege Schweißausbrüche, ey, bei dem Spiel. Das kannst du keinem erzählen. Oh. Da bin ich glatt mal aus der Facecam gesprungen und durchs ganze Zimmer gehüpft. Ey, Leute, das ist doch kein... Ey, das ist doch kein Spiel für Kinder, ey. Ja gut, ist es eigentlich auch nicht. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich sag dazu jetzt nichts mehr. Wenn ja, dann würde ich mich richtig über eine Wertung freuen. Und vielleicht habt ihr irgendwelche Tipps, wie ich... wie ich das Ganze hier verbessern kann. Ey, Leute. Nee, ich breche irgendwann zusammen an einem Herzinfarkt, ey. Oh. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, wie gesagt, Bewertung wäre hammer nice. Kommentar. Oder ein Abo. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich denke mal, es wird ein Minecraft-Video. Oder vielleicht schon der erste Vlog. Aber da gucke ich, ob die Post schnell genug ist und meine Kamera liefert. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.